Herzlichen Glückwunsch. Bill und Tom von Tokyo Hotel. Bill dafür, dass er das, naja, sagen wir mal, interessanteste Kopfstyling des Tages hat. Und Tom dafür, dass er den Führerschein bestanden und sich gleich noch ein Traumauto gekauft hat. Zumindest Traum aller Tankstellenbesitzer, denn die freuen sich vermutlich schon auf den riesen Ami-Schlitten. Ich kann jetzt ein halbes Jahr sozusagen mit dem Cadillac durch die Gegend fahren und das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Auto und macht Spaß auf jeden Fall. Und hat, glaube ich, auch so einen ganz guten Anmachfaktor, ne? Ja, das ist, also ich meine, im Endeffekt brauche ich das ja nicht mehr, ja, weil ich ja selbst schon so viel Sex ausstrahle. Nee, aber im Endeffekt, das ist ein schönes Auto, das passt zu mir, finde ich. Also ist sehr gut und ich komme damit auch gut klar, auch wenn es groß ist. Ich hatte auch so ein Fahrradtraining und dass man so ein bisschen merkt, wie so ein großes Auto reagiert. Das fällt auf jeden Fall überhaupt nicht damit auf. Das ist sehr, sehr unauffällig. Ja, da kommt man ganz entspannt durch die Stadt. Richtig, und die Jungs haben ja immer schon großen Wert auf dezente Auftritte gelegt.